Und jetzt die Kurzmeldungen im Überblick. Großer Andrang heute am ersten Tag der österreichischen Hochschülerschaftswahlen vor der Karl-Franzens-Universität in Graz. Bis übermorgen Donnerstag sind österreichweit 325.000 Studierende dazu aufgerufen, ihre Vertretung für die kommenden 2 Jahre zu wählen. In der Steiermark sind es rund 60.000 Studenten an den 5 Universitäten, den 2 Fachhochschulen sowie der Pädagogischen Akademie. Bundesweit treten 11 Listen an. Die Karl-Franzens-Universität ist mit 37.500 Studenten nach der Uni Wien übrigens die zweitgrößte Hochschule in Österreich.